Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands mit Vanbar, Enno und Reaper. Hallo. Hallo. Und wir wollen jetzt die Leichenbestatter finden. First try. Alle in die Partybus. Party, Party, Party! Übrigens, ohne entdeckt zu werden. Ich muss mal kurz was auf mein Smartphone schauen. Ich glaube, wir fahren in einen Konvoi rein. Ja. Wir können ihn mitnehmen. Ja, ihr wollt. Egal, das sind Medikamente. Ja, kann man immer gebrauchen, ne? So ein paar Aspirin. Vor allem du. Ja. Irgendeinen habe ich ausgeschalten. Ja, ja, da ist aber noch einer. Das Ding brennt. Scheißdreck. Ja, passt. Gemacht. Gut gemacht. Ich melde. Der eine ist durchlöchert. Der Schütze im haben wir es noch da. Ich habe so das Gefühl, dass das Wanderer ist, der hier vorne liegt. Ja. Ich glaube, ich hatte eine komische Matrix. Wow. Irgendwo ist noch jemand. Auf dem Berg. Hab ihn. Leute. Ich höre auch einen Alarm. Wir sollten uns ein Auto nehmen und abhauen. Ja, hier haben wir schon eins. Start. Oh. Ja. Reaper. Reaper? Wo denn? Hier. Ja. Achso. Die schnicke Karre. Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Da vorne biegen wir rechts ab. Jawohl. Wann war prüft mal das Abblendlicht. Das, das hat keine Funktion mehr. Warum machen wir das? Da vorne ist eine Explosion, oder? Das, so. Lass das ist Unidad mit dem, dem Blanka-Kartell da. Soll die mal gucken. Blanka? Eine Explosion im Sektor. Und wann war es da? War das richtig? Ja. Okay. Da vorne biegen wir nach rechts ab, aber sollten so ziemlich bald zum Stehen kommen, weil sonst haben wir Ärger. Okay. Wollen wir die Gegend, das Hotel mit der Drohne auskundschaften? Ja, werde ich machen. Drohne fliegt. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen besser verstecken mit dem Auto. Ja. Okay. Okay. Irgendjemand guckt uns hier ich doch glaube, an. Ich werde auch gesehen. Oh. Ja. Ich bin getroffen! Oha! Endo ist down. Oh! Granate kommt, komme mierda culeros. Achtung, wir sind hier glaube ich bei einer Tankstelle, oder? Nein, das ist... Ich meine, das hier ist eine Tankstelle. Ja. Und ich muss schnell aus dem Auto rauskommen. Ich komme da nicht raus. Oh Gott. Na, wo... Oh, scheiße. Lava! Oh Gott! Wie wird's auch getroffen? Nee, das ist nur die Dat. Und ich, da ist doch, glaube ich, noch einer. Nein, das ist. Wo? Wo? Oh Gott! Fliegt. Oh Gott, ich bin. Oh Gott, ja, das ist schlecht. Ich glaube, wann war es erwischt worden? Ja, ich glaube auch. Ei, wo ist er denn? Hast du ihn? Wann war? Nee, du wann musst war? Gucken. Ich habe ihn auf der Straße. Okay. Komm schon. Warum die kommen nicht noch ein paar von denen? Irgendwo hier ist doch auch Reaper, glaube ich. Ja, ich habe ihn hier. Ach, das. Oh. Tarnt sich aber zwischen den Unidad-Leuten. Das hat er zu wirklich. Was war das? Ich bin kein Unidad. Eieiei. Direkt oh. Schönes Spektakel hier. Wir brauchen ein neues Auto. Yep. Ich könnte uns was organisieren durch die Rebellen. Ich ja, frag ich mal. Sagen, ruf mal Pack an. Ein Pickup oder Extremsportwagen? Es sollte irgendwas Viersitziges sein, glaube ich. Okay, dann. Was nur Pick.
Overwatch sagt Pickup, du sagst sportlich. Pickup. Ja, halt irgendwas, was schnell fahren kann. Jetzt kein Sportwagen, der ist Blödsinn, aber okay. Halt jetzt nicht unbedingt ein Traktor. Vier Sitze Pickup. Auf jeden Fall. Okay, eigentlich ganz gut ausgestatteter Pickup mit vier Sitzen. Also, ja, das müsste gehen. Sehr schön. Weil soweit ich weiß, müssen wir doch hier den Typen gleich verfolgen, oder? Aber nicht zu nahe. Ja. Der haut doch bestimmt ab, sobald er auch nur ansatzweise was von uns hier riecht. Was macht denn da dieser... Wir steigen ins Auto. Was macht denn der Agent von Ukraine da hinten? Nein. Mist. Wir haben schon mal den Sitz an. Einmal das Leder anfurzen. Ich dachte, wir observieren von hier aus mit der Drohne. Ja, aber dafür sollten wir das Auto erstmal gut verstecken, damit wir von der Straße aus nicht gesehen werden. Achso, das heißt, wir steigen zu viert zum Einparken ein. Ja. Na toll. Gut. Jetzt hast du die Wasserversorgung gescheitert. Ich gehe dann mal mit der Drohne rein. Und achtet mir hier auf so eine Reichweite. Kannst du ein Stück dichter ranfahren, Wanda? Ich hab schon ausgestiegen, soll ich vor? Ja. Ich hab mich gerade hier aufs Dach verpflanzt. Wo genau hin? Ein bisschen mehr Richtung Salzsee. Besten. Okay. Ah, besser. Warte, ich brauch noch. Und achtet mich hier auch auf diesen ukrainischen Agenten, der hier steht. Noch ein Stück vielleicht? Ukrainer. Ja, guck doch mal auf die Kreuzung. Der da muss ich jetzt Skelett rein. Ja. Ja, genau der. Kommunisten sind das. Also wir haben hier eine Person bis jetzt, die ich sehen kann. Mehr noch nicht. Ich glaube, da ist noch einer. Da sind drei Fahrzeuge vermutet, mit denen wir vielleicht flüchten können. Zwei Limousinen, ein Geländewagen. Und drei, vier Motorräder. Falls er mit denen flüchtet. Falls, ja. Er muss sich im Haus befinden. Müssen wir nicht irgendwie näher ran und so weiter? Ja, vermutlich. Also ich komme nicht weit genug mit der Drohne, dass ich ins Haus fliegen kann. Ich setze mal noch ein Stück zurück. Sollte einer vielleicht sonst... näher ran und nicht die ganze Truppe. Ich ja, fahre gerade ja nach vorne. Ran. Achso, machst du schon? Ich bin im Auto. Ich fahre gerade. Achso. Okay. Weil ich bin hier neben euch. Ja, ich sehe dich. Ich sehe Carlos. Okay, ich sehe ihn erst. Okay, ich komme wieder auf die Tür. Steig ein, ich komme zur Tankstelle und Wamme übernehmen. Verschrecken wir ihn nicht. Wir halten uns zurück und lassen uns zu seinem Bruder führen. Ah, ich glaube, ich sehe den Typen. Ja, geht jetzt durch die Tür raus. Mit dem grauen Hemd? Oder T-Shirt? Meine Drohne ist abgebrochen, wir sind zu weit weg. Kannst du mal den Muskel fürs Radio drücken? Sorry. Danke. Ich glaube, da fährt jemand los. Ich sehe noch keinen in der Entfernung. Ja, da sehe ich einen. Ein grauer Sedan. Wann war? Ich stelle das Auto hinter der Tankstelle ab. Naja, jetzt. Danke. Okay, lass mich noch kurz umsteigen. So, dann soll Carlos uns mal zu seinem Bruder Hernando bringen. Der wird eh hier vorbeifahren. Yep. Wenn er an den Wracks vorbeikommt. Ja, kann mir jemand... stehen geblieben. Guck schon, okay. Ja. Ja, es hat zurückgesetzt, jetzt fährt er an dem einen Wrack vorbei. Aber er weiß noch nicht, in welche Richtung er will, glaube ich. Drohne fliegt. Hui. Stehen sehr viele Autos im Weg. Ja, links von uns. Engel. Hallo, wir werden entdeckt. Ich kann da auch nichts machen. Du hast das ist dafür. Der Heli, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist der Heli. Jemstöhn. Ja, der Heli. Was? Der war wahrscheinlich zufällig da. War auch. Ich glaub nicht, dass das aber auch mitzählt. Das Spiel ist 10 vor 10. 10 von 10 Cholera. So, das war Training. Jetzt kommt der Ernst der... Wo sind wir denn? Ja. Ich sehe rechts von uns ein Flugzeug. Ich weiß ja nicht, wo ihr hinfliegen wollt, aber da vorne ist unser Ziel.
Reaper, schau mal geradeaus. Ich weiß was nicht, macht ob du der das Helikopter da? Hm? Das sind zwei Helikopter. Das sind zwei Helikopter. Ich glaub, Scheiße. Ich glaube, da kommt im nächsten Apache Attack Helikopter raus. Jetzt weiß ich, wofür die Sexualität Hubschrauberpilot steht. Oh Mann. Ach, wann war? Ich dachte, das wäre immer ein Begriff aus irgendeiner Comedy-Show. Oh Mann. Alles gefixt, gar kein Problem. Okay. Oh, stopp, hier sind Leute. Da vorne ist schon das Motel. Vom Kartell war ja bei der Tankstelle. Ich gehe zur Tankstelle. Ja. Ich würde wieder ein Pickup beordern. Stopp, bevor du das machst, wir wissen die drei Leute. Oh, wir werden entdeckt. Ja, das sind drei Leute bei der Tankstelle. Die können wir eigentlich ohne Probleme ausschalten, aber... Meinst du die bei der 1? Nope. Bei der Tankstelle, wo wir sind. Direkt bei den Zapfsäulen. Genau, die Gruppe um die 2. Wow. Das war unerwartet. Haben die dich gesehen? Dann haben wir wenigstens noch falsche Waffe gerade. Irgendjemand hatte geschossen, deswegen. Ja, ich, aber es war eine falsche Waffe. Wir setzen eine Markierung, damit die Hauptsache, es war kein Granatwerfer, den du geschossen hast. Nee, aber ich wollte halt. Ich glaube, das Auto ist ganz okay, oder? Hauptsache, vier Sitze. Vier Sitze ist wichtig. Na, aber da hinten. Wieder qualmt. Wir sollten die da hinten aber auch ausschalten. Die auf dem Berg, die können uns auch stören, oder? Ja, wir sollten eigentlich alles am besten ausschalten, was irgendwie... Okay, bei dem Pickup würde ich nicht Nein sagen. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Qualmt zumindest nicht. Ja, wenn wir ihn jetzt nicht abschießen. Los geht's. Tango am Boden. Ich park schon mal den Pickup... Eine Person noch vorne? ...hinter der Garage ein. Wir haben hier ein schöneres Auto. Welches denn? Pickup. Beziehungsweise SUV. Davon abgesehen können wir, glaube ich, sogar die Stellung von dem nehmen. Ach so. Ich glaube, von hier aus dürfte er uns nicht bemerken. Weil da ist auch schon ein bisschen Rampen. Ach, dann weiß ich, wen ihr meint. Yo, fahr ich mal drauf los. Da hinten steht sogar noch einer. Der gefällt mir. Der hat zwar Blutflecken, aber... Das ist Lack. Das ist eine Speziallackierung. Den Heli bitte runterholen, nicht dass der uns auch noch stört. Sehr gut. Erledigt. Drohne fliegt. Ich sitze als Beifahrer, oder? Ja. Gut. Ich guck da mal mit der Drohne. Ich sehe Carlos. Der Typ ist nicht dein Ernst. Meine 12-jährige Tochter könnte den verprügeln. Verschrecken wir ihn nicht. Das sieht aus wie ein Lappen. Und lassen uns zu seinem Bruder führen. Das ist also eine 12-jährige Tochter, so. Huch, ich habe Radio bei dir ja nicht ausgeschaltet. Okay, er steht noch. Wo kommt denn jetzt dieser komische Wagen hier rechts von uns her? Hast du nicht aufgepasst? Ich glaube, ich muss von meinem Fenster irgendwie sauber machen, irgendwie. Mach mal deine Helm da sauber. Das ist ja. Ja, ich glaube es auch, irgendwie, ich weiß auch nicht. Er ist eingestiegen und fährt los. Wir machen großzügigen Abstand zu ihm. Ich bedenke, wir fahren ein Santa Blanca Fahrzeug. Ja, trotzdem. Sicher ist sicher. Der sieht aus wie eine Pussy, also ist er eine. Also können wir ihn grabben. Okay. Er ist Richtung Norden unterwegs. Ja, wann weiß er schon auf dein... Spreche ich aus. Ja, das Kartell hat hier hinten im Kofferraum ein paar Waffen verloren. Hm? Links abgebogen. Ja, hier hinten liegt eine Waffe drin. Da könnt ihr überall hier hinfahren, ne? Oh, man kann ihn selber erzählen. Das ist schon wieder so ein ukrainischer Agent. Da hinten auch. Was? Das ist doch. Das sind die Kommunisten hier. Der hat Halluzinationen. Wir dürfen den heute echt nicht für voll nehmen. Oh. Ich sag, das sind die Kommunisten, die das machen. Rechtswanderer. Achtung, da sind Leute auf dem Gelände.
Ich habe einen mal markiert, der da vorne steht. Er ist ausgestiegen aus seinem Auto. Ja, dann ist das doch unser Zielort, oder? Ja, erstmal gucken, wo sein Bruder dann ist. Ich fahre mal so, dass wir es vielleicht besser sehen können. Meine Drohne verliert Sicht, okay. Wo sehe ich? Da sehe ich auch noch einen. Ja, ich sehe aber das Wagen, den Wagen zumindest jetzt. Ja, aber da wird sich irgendwo in dem Gebäude versteckt haben oder zwischen den Tanks. Ich glaube, er ist in die Halle reingegangen. Das ist ein Fünfter. Ja, er redet da mit jemandem. Ich habe ihn jetzt mal markiert. Nummer? 3. Haben wir jetzt Feuerbefehl oder? Wir sollen Hernando verhören. Wer ist Hernando? Den wir auch gerade verfolgt haben. Oh. Nee, ich dachte, das war Carlos. Dürfen wir töten? 3 ist Carlos und er redet mit Hernando. Das heißt, die Person gegenüber von der 3 ist unser Ziel. Den wollen wir verhören. Ich dachte gerade eigentlich eher töten von dem, der auf dem Dach auf einem der Silos steht, Sniper, aber den habe ich jetzt nicht mehr. Du meinst 4-4? Ich sehe eine kleine Gruppe. Ja, wenn das die ist, ich kann sie leider nicht mehr einsehen. Er ist nach hinten gegangen. Oh, hier vorne haben wir auch noch ein bisschen Action. Neben der 2 links davon ist so ein Aufgang. Da steht auch einer. Aber das, direkt neben ihm steht noch einer. Die haben alle sehr krasse Rüstungen und Waffen und alles. Die 4 bewegt sich wieder. Habe ich Feuerbefehl für die 4? Ja. Erledigt. Doch, es geht keiner den Laufsteg hoch. Bei der 9-4 ist noch eine weitere Person am Silo. Keine Schussmöglichkeit. Die 2 kann ausgeschaltet werden. Moment, ich mach das. Ausgeschalten. Okay, ich habe die beiden am Silo jetzt markiert. Drohne fliegt. Drücke zur ehemaligen 2 vor. Okay. Ich bin immer noch am Auszaun des Innengeländes. Ich habe direkt die 4 nämlich vor mir. Bin gleich auf derselben Höhe. Kann die 4 jemand ausschalten zufällig? Negativ, der Zaun ist im Weg. Wir können Querschläge riskieren. Ja. Ihr könntet entweder links versuchen, um den Zaun rumzugehen. Man kann über den Zaun drüber springen. 4 kann ausgeschaltet werden. Positiv? Ja. Danke. Stört. Achtung, die 2 hat den Schuss gehört. Der wird nervös. Okay, die schläft. Okay, ich bewege mich jetzt Richtung 3. Ändere deine Position. Ehemalige 2. Ich bin etwas weiter im Gelände. Ah, dann läufst du parallel von mir, okay. Genau, ich bin parallel von dir. Ich hab... Achtung! Ja, die 4... Ich rück... Zieh mich zurück. Banwa, kannst du... auch mit zu Enno? Dann könnt ihr zusammen die 4 und seine Begleitung ausschalten. Moment, ich kann... Ich bin auch hier. Enno, bist du hier? Ja, sie geht jetzt Richtung... Ich kann die 4 ausschalten. Ich hab... Feuer auf die 4. Okay. Erledigt. Hier ist ausgeschalten. Das hat irgendjemand gehört, irgendjemand sieht das auch. Achtung, da kommt jemand auf euch zu. Wer ist euch? Welche erhöhte Position? Beim LKW. Ich weiß nicht, welcher von euch das ist. Ich bin eher beim LKW, ich muss ihn erledigen. Okay. Erhöhte Position. War das der einzige? Das war der einzige, der auf dich zugekommen ist. Was ist mit Nummer 2? Ist sie nervös geworden? Rennt so rum? Nee, der latscht nur so rum. Okay. Er kommt aber jetzt raus. Und geht wieder in die Halle, okay. Welche Nummer war unser Ziel, welche wir nicht töten? Nummer 3. Nummer 3, verstanden. Bei Nummer 3. Bei 3, okay. Verstanden. So, Ende, ich glaube, ich bin jetzt in deiner Nähe, kann das sein? Ich komme gerade eine Treppe runter, hinter den roten Container beim Laster. Ich könnte die 1 schlafen legen. 1 ist okay. 1 schläft. Ich bin vor der 2 direkt. Also ich sehe den 2. Sie ausschalten? Der 2. 2 nicht ausschalten. Die Leute von drin haben Blick auf ihn. Da geht in die Halle.
Ja, aber steht da jetzt noch im Türrahmen. Bin nämlich links vom Gebäude. Warte mal, gibt's einen Hintereingang? Ja, eine kleine Tür. Also es gibt einen Sichtschutz durch die Maschinen. Also die Hintertür wäre wahrscheinlich die bessere Option. Mhm. Bin an der Hintertür. Okay. Ich denke, du solltest dich ein bisschen links halten, aber... Die 4 geht wieder auf Wanderschaft. Okay, ich gehe noch nicht in die Halle. Die 4 hat wieder eine optimale Position zum Töten erreicht. Kann ich sie ausschalten? Ja. Ich gehe auch zum Untereingang. Geh in das Gebäude. Moment. Okay. Sehe rechts eine Treppe. Aufgeschlossen. Sicher. Die können durch die Stufen durchgucken. Die 2 geht da manchmal hin. Aber jetzt gerade könntet ihr hoch. Ja, links könntet ihr hochgehen. Seid vorsichtig. Die 1 geht auch manchmal da hoch. Ich würde die Flügel halt aufteilen, damit man mehr einsehen kann. Die 2 ist jetzt wieder draußen. Das heißt... Ausschalten. Erledigt. Okay, es scheint, als hätte es keiner gehört in drin. Doch, bestätigen? Die 1 ist nervös geworden. Aber drin niemand. Ja. Die 1 ist auch drin, die ist im Nachbarraum. Die 3 werden aus. 3 flüchtet. 3 kann ausgeschaltet werden. 3 schläft. Und die 1 auch. 1 schläft. Ich hol mir den wir hören sollen. Okay. Ja. Dann hat es. Okay, ich gebe auf! Wir waren entdeckt. Was zur Hölle? Wer zum Teufel sind Sie? Wo ist Reed? Wer? Ich hab keine Ahnung. Sicherlich Abwender. Sprich nicht an, Mando. Entweder du sagst mir, wo Reed steckt, oder L2NU erfährt alles. Ich hab ihn markiert, er ist in dem Container da oben. Keine Ahnung, wo Reed ist. Das Arschloch zeigt seine Fresse nur, wenn es eine Lieferung oder einen Notfall oder sowas gibt. Ich würde das als Notfall einstufen. Du nicht auch? Da ist dieser Code. Ich gebe ihn in den Laptop an der Landebahn ein. Sobald Reed das Signal empfängt, Granate kommt er fliegt. Zum Flugzeug. Das war's. Er mit dem Code. Dann sag mir, wo... Bowman, wir haben die Guerrero-Brüder. Haben Sie Ärger gemacht? Warten Sie mal. Also, was haben Sie? Einen Code, um Reed auf ein Flugfeld in der Nähe zu locken. Wenn er auftaucht, erwarten wir ihn schon. Großartig. Schnappen Sie ihn. Okay, ihr habt alles mitgehört. Wir haben die nötigen Codes. Mhm. Jo, haben auch alles gehört. Und draußen ist alles sauber. Ja. In der Halle gibt's noch eine Medaille, wenn ihr wollt. Ein Orden? Naja, davon haben wir eh schon mehr als genug, oder? Ja. Man kann die genug haben. Hier drin? Im Büro? Achso, ich brauche nicht. Im Werkstatt? Negativ. Dann wahrscheinlich oben. Ich werde das Auto zu euch fahren. Ah ja, hier oben im Büro von der... Ach, ich hab... Ja, ich bin hier, ja. Okay. Von welcher Seite kommst du nur rein? Von da, wo wir reingegangen sind? Grob, ja. Kannst du mich dann einsammeln? Ich bin ja auch links bei dem Gerüst. Ich wollte eigentlich nur bis zu Vanua fahren. Er kann besser Auto fahren als ich. Ja. Ach, du bist ja auch um mich herum gefahren. Wann war's? Moment. Ja. Oh, der hat verstaucht. Hier scheint noch was zu sein. Der Stapler vorn. Verdammt, man sollte nicht aus 10 Metern runterspringen auf hartem Boden. Aua. Ah, mach dir den Pantheen drauf und dann passt das. Wann macht ihr einen warmen Wickel? Ich setz mich einfach hier hin, ich will keinen warmen Wickel von dem warmen Bruder. Bei Wanda bin ich mir nicht ganz so sicher, der ist sehr komisch. Entweder fährt er auf Frauen oder auf Kerle ab. Irgendwie ist das komisch. Es. Ich fahre hier gleich in die Tankstelle rein. Ja, ich spring mal vorher ab. Schau wieder so ein Ukrainer. Diese Euromaidan, Leute. So, wo müssen wir jetzt hin? Rechts. Hier gibt's keinen rechts. So, hier. Jetzt, ja. Erstmal der Straße folgen. So, unser Ziel ist jetzt der Laptop von dem Schmuggler. Negativ, über den Laptop rufen wir ihn. Wir müssen da den Code eingeben.
Ja, aber erstmal müssen wir den Laptop finden, damit wir den Code eingeben. Ja, stimmt auch wieder, okay. Ich hoffe nur, wir müssen hier nicht stehen bleiben. Negativ. Laut PDA ist das etwas weiter draußen im Wüstendorf, Salzwüste. Na, als nächstes rechts. Mhm. Da jetzt. Als nächstes rechts. Jetzt macht man weiter. Geradeaus. Hm? Ja, diese Einblick hast du nicht schon gesehen, also das ist ja... Halt an! Jetzt das Flugfeld. Ich sehe mehrere Lande, die es bewahren. Macht euch kampfbereit. Wenn ich sag halt an, dann hältst du an. Hörst du mal auf das, was die Chefin sagt? Das ist ja unglaublich. Also ich fühle mich hier ein bisschen wie auf eine Präsentierte. Die Drohne ist unterwegs. Das ist schlimm, ne? Ja, das stimmt auch. Mhm. Ich denke... Wir sollten uns am besten von rechts nähern. Von Norden. Da wo die 1 ist. Ja. Da haben wir auch noch ein Fahrzeugwrack, wie es scheint. Ich nehme meinen Berg hier. Mhm, das da bezieht links die Stellung. Da ist noch einer, da drüben. Ich habe keine wirkliche Sicht auf irgendwas hier, es ist egal von welcher Seite. Die 1 kommt in unsere Richtung so ein bisschen spaziert, die wäre jetzt eigentlich gut für einen Abschuss. Negativ, keine Sicht, okay. Okay. Die schläft schon. Wann war meinst du, den könnten wir uns nach dem Einsatz sichern oder aufbauen? Restaurieren? Das ist ein zweites Ziel. Nein. Wieso denn nicht? Ich glaube, da ist der TÜV abgelaufen. Hier vorne ist noch ich meine, ja, markiert, dann direkt hier, draußen. Du hast doch genug Geld. Schwer bewaffnet. Meinst du E4? Korrekt. Ja, noch könntest du ihn abschießen. Oh fuck. Das war daneben. Das auch. Okay, Achtung, die sind nervös. Wobei erstmal nur die 4. 4 schläft. Okay, die anderen sind ruhig geblieben. Puh. Anscheinend hatte der kein Funkgerät. Enno, wann war, wo seid ihr? Bei dem Wrack. Ja, bei dem ersten Fahrzeugwrack, da steht noch eins. Ach da. Ihr könnt zu der Hütte vorrücken. Okay, verstanden. Fuck, die. Achtung, die 3 könnte gleich eine Leiche sein. Ja, die 2 kann ausgeschaltet werden. Rechts von uns waren wir. Ja, ist ausgeschaltet. Ja, ja. Okay. 3 lebt noch. Ich sehe die 3 ja. Hinterm Hubschrauber. Positiv. Braucht Feuererlaubnis. Warte, die 1 ist in der Nähe, die würde es mitkriegen, glaube ich. Da ist ein Unmarkierter bei der 1. Es ist auch gerade. Ich könnte die 2 ausschalten. Negativ. Warte noch einen Moment. Die 2 und die 3 kuscheln gerade miteinander. Das will ich nicht sehen. Reaper, du kannst die 4 schon mal ausschalten. Wo ist denn hier eine 4? Außengelände. Ja. Daneben. Aha. Alter! Danke. Bitte. Ach, okay. Das ist unfassbar. Ich glaube, die seit neuestem irgendwie so komische Kraftfelder um sich herum haben, dass die Kugeln drumherum fliegen. Hm. Vielleicht haben sie auch einfach nur Glück. Ja, aber ein bisschen zu viel Glück. Die 2 ist wieder alleine. Ja, warte noch einen kleinen Augenblick. Enno, Vanva, könnt ihr die 3 ins Visier nehmen? Ja. Ja. Okay, Reaper schaltet die 2 aus, wenn es geht. Und negativ. Okay. Bewegt sich gerade. Ja, bewegt sich auf die 1 zu und jetzt nicht mehr. Aber die 3 kann, je weiter sie jetzt weg ist, von den anderen ausgeschaltet okay. werden. Dann Sichtkontakt mal, wann war? Okay. Okay. Das ist erledigt. 2 ist alleine. Ja, aber nicht alleine genug. Die 1 ist immer noch zu nah dran. Da 1 komme ich nicht dran. Ich sehe in der Entfernung noch einen weiteren Unmarkierten. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, du meinst 2 sogar. Okay. Ja, das sind auch noch 2 Unmarkierte. Erstmal machen wir die hier vorne. Also ich sehe die 1 gerade. Positiv. Ich hab die 2. Okay. Ja, dann schießt die 1 und die 2 weg. Oh. Okay.
So, dann haben wir da noch einen. Overwatch, können wir vorrücken? Ja, ihr könnt vorrücken bis zum Helikopter. Danke. Okay. Der tarnt sich hier natürlich auch schon sehr gut. Ich hab die 4 im Visier. 3. Ja. Sind momentan alle auf einen Haufen. Hier ist ein Laptop. Okay, dann ist ja das, den wir brauchen. Ja, aber wir schalten erstmal alle aus. Eine sichere Lage. Die 3 kann ausgeschaltet werden. Abschuss bestätigt. Erledigt. Okay, jetzt warten wir noch, bis die 2 ein Stück weggegangen ist. Ich hätte die 2 im Visier. Ich glaube, das war dann gerade negativ. Verschwindet immer wieder hinter einem dieser Schutthaufen. Ja, kümmert ihr euch um die 2. Sobald die 2 umfällt, habe ich die 1. Okay. Negativ, kein Sichtkontakt. Die 2 kommt auf uns zu. Ich habe jetzt wieder Sichtkontakt zur 2. Noch? 2 kann ausgeschaltet werden. Okay. Okay. Die 1 ist mit umgefallen, sagte ich ja. Ja, die 2 umfällt, fällt die 1 auch. Alles gut, ich hatte ein anderes Problem. Okay, wir können uns um den Laptop kümmern. Okay, ich mach das. Ich gebe die Codes jetzt ein. Reed sollte das Signal vor in der Zeit. Er taucht dann zügig hier auf. Bereiten wir den Hinterhalt vor. Okay, alles für den Hinterhalt vorbereiten. Mhm. Wir haben ja ein Fahrzeug mit montiertem Geschütz. Der Helikopter hat auch Geschütze. Ich weiß nicht, ob ein Helikopter so gut für einen Hinterhalt gedacht ist. Wobei, bei dem Helikopter auch eher nicht. Hat er Geschütze? Der hat keine Geschütze, oder? Doch. Doch, der ist gut ausgestattet, der Heli. Da hier ist noch Munition. Aber da müsst ihr mit einsteigen, weil die sind nicht vom hier bedienbar. Ich sehe jetzt 2 Fahrzeuge direkt von Osten die Straße kommen, eins mit bewaffneten Bewaffnung und ein Helikopter. Unser Ziel ist, sie zu töten. Alle ausschalten. Dann könnte Weaver den Helikopter nehmen. Aus welcher Richtung? Von der Osten, direkt sind. Osten. Die Truhe ist oben. Was, das Ding ist gepanzert? Na, nicht, gut mehr. Genug. Tango erledigt. Informieren wir Baumann. Ich habe einen ausgeschickt. Okay. Spielfeld. Gut. Den Menschenhandel hatten wir nicht auf dem Schirm. Okay, ein Auto noch. Das ist hier schon lange ein Problem. Wie dazu? Natürlich macht sich in Santa Blanca immer die Hände damit schmutzig. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Wir haben Reed gestoppt und ein paar Unschuldige befreit. Das ist ein guter Tag. Könnte schlechter sein. Baumann Ende. Mhm. Okay, damit haben wir ihn erledigt. Ja. Hier Baumann. Ein Informant hat mir gerade gesteckt, dass El Bokita etwas Großes in Kuani plant. Was wissen wir? Nidia und El Bokita wollen unbedingt Geld zu den Santa Blanca Investoren in Mexiko schaffen. Sie stellen einen Konvoi für einen großen Transport nach Norden zusammen. Das ist eine Verzweiflungstat. Wenn es schief geht, wird El Sueño sauer sein. Haben wir den Standort dieses Konvois? Nein. Fragen Sie meinen Informanten, was er weiß. Ich schicke Ihnen Koordinaten für ein Treffen. Verstanden. Sind schon weg. Okay. Um den Boss von dem Reed kümmern wir uns beim nächsten Mal. Hervorragende Arbeit in Kuani. Oder wir hören noch einmal Baumann zu und danach. Und ohne Flugzeuge ist Santa Blancas Ertrag in der Provinz auf ein Drittel gesunken. Was ist mit der Landroute? Die Daten aus dem Truck-Depot ermöglichen es uns, die gesamte Operation von vorn bis hinten zu erfassen. Das wäre ein Problem, wenn ich ja. Santa Blanca gibt durch die Transporte vielen Menschen Arbeit. Ist nicht mein Bier. Wenn sie Leuten Arbeit geben wollen... Ja, die Hitze, das... Ich denke, du ziemlich gut gewürzte Essen der Region hier. Deine Vorkünste. Da hält selbst keine Kontrolle mehr stand. Das ist immer verloren. Es dreht sich alles um mich. Gut. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss.